Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung meines Kursangebotes Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung mit WordPress umsetzen. Ich bin Online-Dozent und betreibe mehrere WordPress-Websites. Das tue ich schon seit Jahrzehnten, das heißt knapp 20 Jahren. Die Links und weitere Details dazu, die findet ihr auf meinem Profil. Wo ihr das dann abrufen könnt, steht im Profil oder oben da unter dem Info-Button auf der YouTube-Website. WordPress ist wohl das am weitesten verbreitete Content-Management-System weltweit. Laut einer aktuellen Studie nutzen 43% der Website-Betreiber WordPress. Diese Angabe, die ist mit Plus-Minus zu versehen. Ab wann bezeichnet man ein Angebot als Website? Wann ist es vielleicht nur Hobby oder Übung? Aber das ist schon signifikant. Es ist auf jeden Fall das meistgenutzte System. Als Beispiel und auch dazu, damit ihr das nachvollziehen könnt, habe ich hier im Hintergrund vier Websites bereitgestellt. Die erste betrifft das Weiße Haus, whitehouse.gov, steht in der Adressleiste des Browsers. Und da sehen wir aktuell, das ist jetzt Oktober 2024, da sehen wir Joe Biden, wie er im Katastrophengebiet von Florida die Opfer des Hurrikans besucht. Daneben haben wir eine weitere Website, die ist dann nur lokal bekannt, wahrscheinlich hauptsächlich den Kölnern. Das ist nämlich die Seite oder das Portal der Stadt Köln. Und da wird dann gerade über eine Bombenentschärfung berichtet. Es gibt ja immer noch Bombenfunde, die dann entschärft werden und wo dann auch Menschen für kurze Zeit evakuiert werden müssen, damit sie, falls da was schief geht, keinen Schaden erleiden. Also Köln ist auch mit WordPress als Plattform bestückt. Dann haben wir unten links eine sehr kleine Website. Als Beispiel, die ist aus meinem Heimatort. Ich habe sie deshalb aufgeführt, weil sie erstens für mich interessant ist und zweitens zeigt, dass auch noch Menschen meines Alters oder sogar ein bisschen älter können sie sein. So ist es nämlich auch bei den Autoren, die ich da gesehen habe, die kenne ich. Das waren, als ich Schüler war, die Großen, also die einige Jahrgangsstufen über mir waren. Und das, was ich da sehe, ist also sehr gut formuliert und gut recherchiert und auch interessant. Daneben habe ich dann eine Website, die auch mit WordPress aufgebaut ist, platziert. Sie ist für jeden, der sich mit Medienkompetenz beschäftigt und noch etwas lernen will, interessant. Das heißt, wenn er einen Computerführerschein machen will, das ist die österreichische Website Easy for Me. Sie ist für alle frei zugänglich, in dem Sinn, dass man dort alles lesen kann und Übungen durchführen kann, Videos abrufen. Aber wenn dann Lehrer oder Schüler Materialien herunterladen wollen und wollen das dann auch drucken oder bearbeiten oder für eigene Bedürfnisse anpassen, dann müssen sie einmalig zahlen für ein Schuljahr 130 € für die ganze Schule. Und wenn diese Schule dann eben 260 Schüler hat, dann sind das eben 50 Cent pro Schüler. Und das ist natürlich wesentlich billiger als der Klassensatz von Büchern für nur einen Jahrgang oder für eine Klasse, die vielleicht 26 oder 30 Schüler hat. Also das Portal ist interessant, weil es jeden, der sich für digitale Kompetenz interessiert, eine Menge bietet, auch für Fortgeschrittene, auch für Dinge, die so an Bildbearbeitung gehen, also nicht nur den Computerführerschein mit den üblichen Office-Modulen. Und sie ist natürlich dann hervorragend geeignet als Vorbereitung auf das Publizieren, was ja dann mit WordPress letztendlich geschehen soll. Das Portal Easy for Me zeigt also auch, wie man sicherstellt, dass nur bestimmte Gruppen mit Zugriffsrechten an die Inhalte rankommen. Und deshalb ist es natürlich auch interessant als Fallbeispiel für meinen Kurs. Für wen ist mein Kursangebot geeignet? Es richtet sich natürlich an alle Schüler, die Medienkompetenz haben möchten, also ich würde mal sagen, so ab dem Alter von 14 oder in unserem Raum oder in meiner Kindheit waren das die, die so konfirmiert wurden oder älter sind. Das sind also diejenigen, die vielleicht auch für die Schülerzeitung dann
Interesse haben und vielleicht sowas herausbringen wollen. Natürlich sind auch alle Multiplikatoren, Lehrer, Ausbilder, auch Personalleiter in Unternehmen oder Vereinsvorsitzende, die sich darum kümmern, dass Nachwuchs geworben wird über interessante Angebote, die man im Internet publiziert. Die sind meine Ansprechpartner oder das ist meine Zielgruppe und denen möchte ich also dieses Angebot machen. Wie man hier auch bei Easy4Me gesehen hat, man kann sich also mit solchen Angeboten die Briefe in Papierform sparen, die Verteilung. Diejenigen, die ein Smartphone haben oder ein Tablet oder ein PC oder ein Notebook, die können die neuesten Informationen sofort abrufen. Im Prinzip eine Redaktion im Kleinformat, wo alles möglich ist, was das Internet hergibt. Das heißt also auch Videos interaktiv, das ist da eine Möglichkeit, die ohne Kosten machbar ist. Es sei denn, man rechnet natürlich die Kosten für den Webspace, um da seine Seite zu platzieren, aber das sind ja nur wenige Euro im Monat. Digitale Medienkompetenz, das ist die Voraussetzung und ist ein zentraler Baustein für die Öffentlichkeitsarbeit, egal ob das Vereine sind, kirchliche Einrichtungen, politische Gemeinden oder Unternehmen. Ich denke da oft auch an meinen Heimatkreis im Waldeckschen. Da gibt es viele Tourismusbetriebe, die also kleine Unternehmen führen oder Angebote machen. Hotellerie und Gaststätten oder eben drei Seen gibt es dort. Ein Teil des Nationalparks Kellerwald ist dort auch, so dass man da also eine ganze Menge machen kann. Aber es ist eben nötig, das zu verbreiten. Ne? Am besten eben auch über Besucher, die davon schwärmen, die da vielleicht auch eigene Berichterstattungen einbringen und vielleicht das dann auch teilen mit den Einrichtungen, die sie für gut befinden. Es ist ein Unterschied, ob das, was man da über seinen Urlaub berichtet, nur bei WhatsApp oder bei Instagram oder Facebook hochlädt und dann vielleicht seinen engeren Freundeskreis bekannt gibt, oder ob man dann vielleicht, weil man das schön findet, vielleicht auf einer Webseite publiziert, vielleicht dem Gastgeber bereitstellt, hier, ich fand's super bei euch und das, was ich da erlebt habe im Uppland oder am Twister oder Eder oder Diemelsee, da könnt ihr also gerne veröffentlichen, dann wäre das ein interessantes Angebot und das wäre dann User-Generated Content und das könnte man dann also auch einsetzen, um weitere Kunden zu gewinnen, weil die besten Werbeträger sind eben zufriedene Kunden oder Urlauber, die man da hat. Das ist also eine Idee, eben die darauf basiert, dass ich aus diesem Kreis komme und der ist ja auch sehr abgeschlossen, war sogar ein eigenes Bundesland und da hat man natürlich eine andere Identität als in anderen Regionen Deutschlands, wo man das vielleicht nicht so klar verorten kann wie damals diesen kleinen Bundesland Waldeck. Mit diesem Content-Management-System kann man also alles Mögliche veröffentlichen und die Redakteure sind dann eben dazu in der Lage, Texte, Videos, Musik oder Podcasts zusammenzustellen. Und das müssen sie natürlich auch machen unter den Aspekten von Datenschutzgrundverordnung, Urheberrecht und auch Persönlichkeitsrecht von den abgebildeten Personen. Deshalb wieder der Hinweis auf Easy4Me. Das können wir natürlich dann auch vertiefen im Rahmen dieses WordPress-Kurses. Da gehören ja eine ganze Menge rechtliche Dinge auch zu. Ich habe es ja auch schon gesagt, es gibt da kleine Vereinigungen, mein Heimatort, aber da fehlt zum Beispiel ein Impressum. Das macht bei so kleinen Auftritten nichts, wenn da keinerlei Geld- oder Werbeabsicht mit verknüpft ist. Aber wenn da jetzt jemand irgendwie werblich aktiv wird oder wirbt da auch nur für sein Hotel, dann könnte es eben auch eine Abmahnung geben. Also solche Dinge muss man da auch berücksichtigen. Das, was ich da in dem Kurs letztendlich machen will, das ist das Aufsetzen einer Website, die erstmal nur lokal auf dem mitgebrachten Notebook vielleicht läuft oder auf einer meiner Webseiten, wo ich dann Zugriffsrechte verteile für Autoren, für Abonnenten und für Redakteure und wenn sie fortgeschritten sind, auch für Administratoren, damit man das also dann richtig im Internet üben kann. Aber ideal wäre natürlich, jeder hat seine eigene persönliche Umgebung auf seinem eigenen Rechner. Das kann auch schon ein älteres Schätzchen sein, was noch mit Windows 10 läuft. Da kann man dann so eine
einen Webserver installieren unter Windows, wird er dann als Localhost mit dem Browser angesprochen und da ist dann eine voll funktionstüchtige WordPress-Webseite und da kann man eben ohne irgendein Risiko alles machen. Wir werden dann bei dem Erstellen des Inhaltes natürlich alles nutzen, was zurzeit denkbar ist. Viele nutzen Microsoft Office, andere nutzen LibreOffice oder OpenOffice. Das ist eine sehr gute Alternative, ohne dass man dafür zahlen muss. Viele können mit dem Handy, mit dem Smartphone Videoaufnahmen oder Fotos machen, die kann man einbinden oder eben Sprachaufnahmen. Und das werden wir dann verarbeiten. Oft ist es möglich, mit PowerPoint Vorträge zu gestalten, so wie ich diesen hier, unter Einbeziehung von KI. Ihr seht, ich spreche hier frei und es ist auch kein Avatar, der hier spricht. Das könnt ihr gerne nachprüfen mit allen technischen Möglichkeiten. Aber ich habe das doch mit KI versehen, indem ich alles, was mir so einfiel zunächst, einfach frei gesprochen habe. Dann habe ich das transkribiert in Text. Und dann habe ich damit auch die KI konfrontiert und sage, gib mir eine Struktur, damit ich das möglichst verständlich vortragen kann. Und das ist natürlich auch das, was wir hier im Kurs machen wollen. KI ist nicht geeignet, dass wir hier kreative Texte für unsere Zwecke erstellen lassen. Wir müssen schon selbst nachdenken, was wir veröffentlichen. Aber wir können uns bei der Strukturierung, bei der Rechtschreibung und Grammatik natürlich helfen lassen. Und wenn wir diese Texte dann in eine der Fremdsprachen der Welt, die eine Bedeutung haben, und das sind etwa 180, die da in Frage kommen, dann können wir das auch übersetzen lassen, automatisch übersetzen lassen. Und das sind natürlich alles tolle Optionen, die man hier bei WordPress unterbringen kann. Also wenn eine WordPress-Website dann voll funktionstüchtig ist und man hat einen aktuellen Browser, dann kann auch ein Mensch in einem ganz anderen Land mit einer anderen Sprache das lesen, was wir da veröffentlicht haben. Und da ist natürlich wichtig, dass man das eben auch passend vorbereitet hat und vielleicht auch entsprechend kommuniziert. Es gibt ein Kursangebot, das findet ihr auch im Anhang. Da ist eine Beschreibung, wie läuft der Kurs ab. Geplant sind etwa 2 Tage, wobei der erste Tag in Präsenzform laufen soll. Das heißt, wir treffen uns an einem Ort irgendwo in Nordhessen, vielleicht da, wo eine Volkshochschule, die bereit ist, dieses zu unterstützen, als Veranstalter aufzutreten. Dann können wir uns in deren Räumen treffen, um dort die Auftaktveranstaltung durchzuführen. Und wer da einen Rechner mitgebracht hat, der ein aktuelles Betriebssystem hat, also auch Windows 10 ist da noch denkbar, da kann man dann auch eine lokale Installation machen und alles, was wir hier üben wollen, eben ohne, dass man mit dem Internet in Kontakt kommt, durchführen. Dann ist der zweite Teil so geplant, dass wir da nicht mehr anreisen müssen, sondern ich bin es ja seit fast einem Jahrzehnt gewohnt, meinen Unterricht als Online-Dozent per Internet durchzuführen mit einer Videokonferenz. Welche wir da nutzen, das richtet sich natürlich nach dem Veranstalter, wenn das eine Volkshochschule ist. Da haben die also unterschiedliche Optionen. Da gibt es WebEx, da gibt es AlphaView, da gibt es Zoom oder Teams. Alles ist aus meiner Sicht denkbar. Ich bin es gewohnt, damit zu arbeiten. Und das werden wir dann also besprechen. Ich denke, jeder, der hier mitmacht, der ist auch in der Lage, im Zweifelsfall nochmal ein neues Videokonferenzsystem kennenzulernen und damit zu arbeiten. Letztendlich ist das ja auch nicht allzu viel, was man da machen musste. Das haben ja auch die Schüler und Lehrer während der Pandemie gelernt. In dem Kursangebot, das werdet ihr sehen, werden also zunächst technische Aspekte eine Rolle spielen, die Installation und dann auch, wie man die ersten Veröffentlichungen macht. Aber dann geht es auch um Datenschutz und Urheberrecht. Auch wie man solche Plugins installiert, also Teile, wo man dann sicherstellt, dass nicht alle auf die Website zugreifen können, sondern nur denen, denen man eine Berechtigung erteilt hat. Dann werden wir lernen, wie man die Sachen so aufbereitet, dass das eben auch passend für Kirchen ist. Das heißt, dass wir da ein Design, Theme heißt das dann, also ein Design, was wählbar ist für Vereine, Kirchen, Firmen oder touristische Betriebe geeignet. Das wollen wir dann auch lernen, wie man das installiert und anpasst. Die Details zum Programm findet ihr, wie ich schon sagte, im Anhang. Ich selbst habe als Online-Dozent, als Einzelkämpfer keine Vertriebsorganisation. Deshalb suche ich Auftraggeber unter den
Volkshochschulen, vorzugsweise im Raum Nordhessen oder angrenzenden Regionen. Interessant sind natürlich auch Bildungsträger, die das Angebot in ihr Programm aufnehmen möchten. Es sind aber auch, wenn die Firmen das möchten, es sind auch Inhouse-Schulungen in Firmen oder Organisationen möglich, wenn dort die Medienkompetenz von Mitarbeitern im Rahmen von geplanter Öffentlichkeitsarbeit erhöht werden soll. Die Details dazu, die können wir natürlich dann besprechen. Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich noch einen Ausblick geben für diejenigen, die dann Spaß am Publizieren, an der Öffentlichkeitsarbeit oder an der Erweiterung der Medienkompetenz gefunden haben und vielleicht verstärkt publizieren möchten. Ich plane, wenn es Partner gibt, Teilnehmer, die sagen, ich möchte da aber mit dem Konrad und ein paar anderen Interessenten weiter etwas gestalten, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir gemeinsam eine gemeinnützige Gesellschaft gründen, um Ähnliches zu veröffentlichen, aber eben noch vielfältiger als bei Easy4Me. Und da ist denkbar, dass man sich dabei um Regionen kümmert oder Veröffentlichungen, wenn es jetzt Lehrer sind, zu Schulfächern Materialien bereitstellt. Es gibt ja in Deutschland schon die Zentrale für Unterrichtsmedien. Aber das ist eigentlich nur so ein, ja, ich sag's mal ein bisschen salopp, Datenabwurfplatz für Materialien. Ich möchte das aber mehr als Community führen und eben in einer ähnlichen Form publizieren, wie wir das bei Easy4Me sehen. Und das ist natürlich auch eine Option, wenn es hier junge Menschen gibt, vielleicht Junglehrer oder Lehrer, junge Menschen, die Lehrer werden wollen, die sagen, ich habe Spaß an den digitalen Medien. Ich finde es interessant zu publizieren und dann könnte man darüber nachdenken, ob man da gemeinsam etwas gründet, um diesen Gedanken weiterzuführen. Aber da müsste ich Mitstreiter finden, die diese Sache dann mittelfristig übernehmen können, weil ihr seht ja, ich bin schon ein bisschen älter und da macht es keinen Sinn, als Einzelkämpfer noch allein so etwas zu beginnen. Das Fazit meines Vortrages ist, WordPress ist ein effektives Werkzeug, um Öffentlichkeitsarbeit und Medienkompetenz entscheidend zu fördern. Einfach aufgrund der hohen Verbreitung ist es wichtig. Ich habe ja eben gesagt, es gibt in meinem Heimatkreis unzählige Vereine, mein Heimatort, einige Kirchen, auch der Verein, Waldeckische Geschichtsverein, alle setzen das ein, aber die wenigsten Mitglieder wissen davon, dass das so ist. Und die sind natürlich auch alle angesprochen, sich da um die Weiterbildung zu kümmern, damit die Angebote noch interessanter sind, als sie das vielleicht bisher schon waren. Und vor allen Dingen auch, um Nachwuchs zu fördern. In diesem Zusammenhang werden wir uns natürlich mit allen Entwicklungen beschäftigen. Ich habe ja schon die KI erwähnt. Die KI ersetzt uns nicht, aber sie ersetzt Assistenten, die man früher nur hatte, wenn man einen gut bezahlten Job hatte im öffentlichen Bereich oder als Manager, dann hatte man seine Assistenten oder Sekretärinnen, die das machen. In diesem Sinn kann man natürlich in diesem Zusammenhang auch die KI einsetzen, um uns zu unterstützen, aber beurteilen, ob das alles gut und richtig ist und brauchbar, das müssen wir schon selbst. All das ist also dann Thema unseres Workshops, wenn wir dann zusammenkommen. Würde mich also freuen, wenn sich da zahlreiche Menschen finden und vor allen Dingen ein Träger, eine Volkshochschule oder mehrere, die sagen, sowas wollen wir machen. Es könnte auch eine Bildungseinrichtung sein. Ich arbeite ja schon seit Jahren für ein Karlsruher Unternehmen, aber da geht es dann hauptsächlich nur um Computerführerschein im Rahmen von geförderter Weiterbildung. Aber wenn es da eben eine Bildungseinrichtung gibt, die sagt, wir wollen auch solches fördern, wie ich hier vorgetragen habe, dann sprecht mich an. Das war's, was ich hier vortragen wollte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.